Willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch ein Rezept nachbacken. Und zwar, wo habe ich es denn? Ich bin direkt vor meiner Nase. Aber ich habe auch mal hier ein Rezept von Tatatata, Rezepte mit Herz. Ich kann es nicht ab. Ich mache hier morgens Facebook auf und sehe so fantastische Bilder von Kokosmakronen, dass ich gedacht habe, ich muss sie jetzt sofort haben und probieren. Ich muss euch sagen, ich verlinke euch das. Ich habe schon ein Filmchen über Kokosmakronen gedreht für euch. Ich glaube, vor 2 Jahren. Und das sind eigentlich meine allerliebsten. Aber diese hören sich so unglaublich lecker an. Ich muss es testen. So, und es ist ja so, dass in dem Blog von Rezepte mit Herz, da steht vorher ja auch immer nochmal ein kleiner Kommentar. Und da steht halt drin, dass für die Herstellung eine Creme benötigt wird. Und ich hoffe, ihr steinigt mich nicht, aber ich hatte nie Französisch in der Schule. Creme Pâtisserie, würde ich das jetzt aussprechen wollen. Diese Creme besteht aus Milch, Stärke, Eier, Vanillezucker und Puderzucker. Mich hat es sofort so an Milchmädchen erinnert. Und diese Creme Pâtisserie, die werden wir jetzt zuerst zubereiten. Die muss dann kalt gestellt werden, weil die dann nachher nochmal schön aufgeschlagen wird. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schritt 1, weil ich bin richtig gespannt, wie gut das erstmal funktioniert. Ich habe nämlich von Rezepte mit Herz, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch nie was erstmal verfilmt, geschweige denn von denen ein Rezept überhaupt probiert. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das auch alles hier stimmig ist, wie es hier steht. Und natürlich am Schluss, ob die wirklich so granatenmäßig schmecken, wie sie aussehen. Wir legen los. Zuerst, wir brauchen den Schmetterling von Anfang an. Den setzen wir ein. Und wir sollen jetzt alle Zutaten für die Creme Pâtisserie in den Mixtopf geben. Das sind 250 Gramm Milch, dann waren es 70 Gramm Stärke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist das Telefon. Sekunde. Seht ihr, kaum klingelt das Telefon, stimmt es auch nicht. Es sind 35 Gramm Stärke. Hier kann ich nichts falsch machen. Es sind 4 ganze Eier. Ha! Plopp! Es ist 1 Teelöffel Vanillezucker und 70 Gramm Puderzucker. Sag mal, was ist hier heute los wieder? Vanillezucker. Puderzucker. Ich muss euch sowieso mal hier ein bisschen drehen, ne? Was sind das hier heute? Jetzt ist besser. So, wir haben alles drin und das Geputschelte muss ich hier mal gerade wegwischen. So. Hier steht, das wird jetzt 7 Minuten bei 90 Grad auf Stufe 4 richtig vermengt und aufgeschlagen. So. Das ist jetzt aufgeschlagen. Jetzt soll der Schmetterling erstmal entfernt werden. Sieht für mich noch sehr flüssig aus. Dann wird das Ganze jetzt nochmal richtig schön gemixt. 5 Sekunden auf Stufe 9. Und jetzt steht hier drin, umfüllen, vollständig erkalten lassen, am besten noch mit Frischhaltefolie abdecken. Ich nehme jetzt mal von der Konsistenz ab. Wie gesagt, die soll jetzt so ein bisschen wie ein Pudding sein. Ich versuche mal. Ist sie. Hat sie. Mmh. Lecker schon mal. Ich fülle das um. Folie kommt drauf. Und wenn das erkaltet ist, machen wir weiter. So, meine Lieben, die Creme ist jetzt abgekühlt und wir machen auch schon weiter. Wir brauchen jetzt, ich lasse euch das gleich mal durchlaufen oder schreibe euch das drunter mit den Mengenangaben. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall weiche Butter. Wir brauchen Zucker. Und wir brauchen 5 ganze Eier. Tada! Werden jetzt schaumig geschlagen, 3 Minuten auf Stufe 5. Ja, ist richtig, 3 Minuten Stufe 5. Das ist auch eine gute Zeit. So, jetzt kommen 20 Gramm Stärke dazu.
Und das wird dann auch nochmal 30 Sekunden auf 5. So, 30 Sekunden auf 5 gemixt. Jetzt schieben wir erstmal alles schön runter. Aber ich muss sagen, okay. Oh, es sieht super aus. Ich muss das schon mal hier. Bis jetzt. Okay. Stärke alles drin. Jetzt kommt die Creme dazu, die wir vorhin gemacht haben. Hier seht ihr es ein bisschen von der Konsistenz. Das muss ich jetzt nochmal abwiegen. Da brauche ich nämlich 200. Das war es ja schon fast. Und da haben wir 200. Zack. Es wird jetzt eine Minute Linkslauf. Wäre ich zum Beispiel nie drauf gekommen. Was hatte ich gesagt? Linkslauf. Stufe 3 nochmal vermengt. Und dann kommen die Kokosraspeln dazu. Und jetzt kommen die Kokosraspeln rein. Da habe ich mich auch gewundert, sind nämlich ziemlich viel. 400 Gramm. Die werden jetzt auch 2 Minuten Linkslauf auf Stufe 3 denn untergerührt. Also hier haben wir 400. So. Jetzt zeige ich euch das mal, dass ich mit dieser Zeit nicht hingekommen bin. Guckt mal, seht ihr da oben? Das hat sich nicht mit reingezogen. Ich werde das jetzt aber unterheben mit einem Spatel. Das nochmal richtig einmal per Hand durchmischen. Und dann zeige ich euch, wie wir die Makronen fertigstellen. Ich habe jetzt hier meinen ganz kleinen Eisportionierer. Ich liebe den, weil deswegen mag ich gerne Makronen. Weil ich den einfach nehme und sie hier raufsetze. Das geht super schnell. Sie sind im Endeffekt gleich groß. Und mit einem Haps, guckt mal, im Mund verschwunden. So sieht's aus. Die sollen jetzt 15 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. Und ich werde aber die Temperatur vielleicht ein bisschen anpassen. Nicht die Temperatur, entschuldigt, die Backzeit werde ich ein bisschen anpassen. Ich muss mal gucken. Normalerweise, bei meinen ist das so, wenn die Spitzen so bräunlich werden, sind sie fertig. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, meine Lieben, das Projekt Makron Deluxe ist beendet. Oh, was ist hier passiert? Mein Handtuch. Also, es sind Monster viele. Kommt natürlich darauf an, wie groß ihr sie macht. Das sind meine mit Schokoladenboden. Und hier habe ich dann nochmal welche, die sind normal. Jetzt wollte ich euch das nochmal zeigen. Ich habe das ja auf einen Stein gemacht. Und die allerersten sind mir irgendwie ein bisschen verunglückt, muss ich sagen. Die sind so richtig auseinandergegangen. Ich nehme an, es lag daran, dass ich das zu früh reingemacht habe und mein Ofen noch nicht so richtig die Temperatur hatte und der Stein die auch dementsprechend nicht schnell angenommen hat. Weil Stein 3 und 4 ging bombastisch gut. Und ich habe dann auch nochmal auf dem Blech welche gemacht, um das einfach nur nochmal zu vergleichen. Und ich muss sagen, auch auf dem Blech gingen sie am Anfang einen Tick auseinander. Aber wenn das Blech erstmal warm ist und man ist in Fahrt, geht's gut. Das war aber auch nichts Dramatisches. Ich habe mal einen hier rausgenommen. Wenn der auseinander ging, das war so einer, dann liegt das daran, weil hier an der Seite, das ist diese Patisserie-Creme. Kann auch sein, dass ich es nicht genügend nochmal umgerührt habe, weil das steht ja auch immer mal ein Momentchen. So, aber okay. Ich habe die jetzt rausgeholt. Erstmal auskühlen lassen und dann habe ich mir in der Mikrowelle einfach ein bisschen Zartbitterschokolade warm gemacht, was nicht nötig ist. Ihr müsst es nicht machen und habe aber den immer so eingetunkt und meine war ein bisschen sehr dickflüssig. Dann bin ich dann nochmal mit dem Pinselchen rüber. Dann habe ich hier auch nochmal einen schönen. So sieht es dann aus.
Und ich lege das nicht auf das Kuchengitter, um es abtropfen zu lassen, sondern ich lege die, so wie sie dann sind, immer auf Backpapier. Dann könnt ihr sie, wenn das getrocknet ist, super lösen. Und ich habe noch keinen mit Schoko probiert. Die anderen habe ich schon probiert, aber mit Schoko noch keinen. Und das werde ich jetzt tun. Achso, nochmal als Hinweis, bevor ich sage, wie es schmeckt. Da werden jetzt viele denken, die sind ja viel zu dunkel. Genau so liebe ich die. Helle sind auch nett, aber ich mag es, wenn die richtig dunkel sind. Aber ihr könnt einfach die Backzeit verringern. Mit dem Stein habe ich sie mal 20 Minuten drinnen gelassen. Ne, aber man sieht das ja oben rum. So, jetzt habe ich vergessen, wie die schmecken. Oh, wie doof, ich mache nochmal. Also die sind wirklich lecker. Wirklich. Ich habe ja selber auch ein Makronenrezept. Könnt ihr, wie gesagt, habe ich ja glaube ich schon gesagt, dass ich das einblende. Die liebe ich auch. Die hier sind anders. Aber auch ein bisschen vergleichbar, weil die sind wirklich schön kross draußen. Und innen so saftig. Ich würde nicht sagen matschig, sie sind saftig. Und das ist ein ganz feines, ja, Vanillecreme-Aroma. Mmh. Man sieht ja, müsste man schnell essen, wegen der Schoki. So, die sind wirklich gut. Mhm. Ja. Ich mache jetzt noch Fotos für euch. Macht die gerne mal nach. Ihr habt ja gesehen, dass ich das immer, ich muss das nochmal holen, mit meinem Eisportionierer forme. Da könnt ihr ganz große machen, da könnt ihr ganz kleine machen. Die, finde ich, sind in der Keksbäckerei Gold wert. Ich hasse dieses Geputschel. Und falls ihr auf die Idee kommen solltet, dass ihr das durch die Garnierspritze geben wollt, das ist zu dick, das geht nicht. So, ja. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich, dass das erste Rezept, was ich gemacht habe von Rezepte mit Herz, so gut gelungen ist. Bis zum nächsten Mal, euer Thermosternchen.